Guten Morgen, meine Freunde. Guten Morgen. Ja, der Tag ist schon ein bisschen her, aber ich wünsche euch allen ein frohes, neues und gesundes 2023. Ich hoffe, ihr habt richtig geil reingefeiert. Ja, ihr habt richtig einen hinter die Birne gebechert, ihr habt Raketen hochgeschossen, keine Ahnung was. Und wünsche euch, wie gesagt, alles Gute. Ich meinerseits, ja, war so circa um 2 Uhr im Beddy. Und ja, man denkt natürlich nicht ans Spiel, ne? Ich bin morgens aufgewacht. Und Jungs, ich zeige euch mal was. Ja, ich bin morgens aufgewacht und ich dachte, heilige Maria, was ist denn hier los? Ich wurde angegriffen, ja. Gut, Silvester, man feiert ein bisschen, ne? Man denkt nicht an Spielen, auch nicht an Schild, ist ja auch völlig Rille. Und auf einmal knallt mich hier, ja, In Yong Ung, keine Ahnung, sechsmal weg, ja. Sechsmal hat er mich weggeknallt, ACS. Jungs, das war echt hart. Das waren 8 Tage heilen und ich zeige euch mal, was es vom System gab. Sonnenschein nach den Regen. Ich habe richtig viele Truppen verloren. Ich hatte, wie viel Kraft hatte ich eigentlich? Über 200 Millionen und danach hatte ich 189. Das sind richtige viele Millionen Verluste. Und dafür gab es nur 54 Stunden Trainingsbeschleuniger und sage und schreibe 13 Minuten Heilungsbeschleuniger. Ja. Ja, Glückwunsch, The Walking Dead Survivors. Ja, also es gibt doch wirklich Leute, die echt nichts zu tun haben an so einem Tag. Ich meine, ist gut, ja. Schild vergessen, man wird angegriffen, ist halt ein Kriegsspiel. Kein Thema, alles gut. Ja, ich meckere hier auch nicht, aber es ist halt kurios, ne? Dass du halt schön gefeiert hast, du wachst morgens auf, willst hier in dein Spiel deine Aufgaben erledigen. Und zack, siehst du denn, hey, wieso habe ich nur noch 189 Millionen Power, ja? Warum muss ich 8 Tage im Krankenhaus heilen? Sonnenschein nach den Regen. Hört sich total übel an. Und musste da erstmal meine Heilungsbeschleuniger rausballern. Ich weiß, man kann das auch ein bisschen verkürzen und anders machen. Aber wie gesagt, das war so meine Überraschung an den Neujahresmorgen. Ich hoffe, ihr habt keinen Kater und sowas alles, ne? Ich nicht. Ich war ganz brav. Und wie gesagt, ja, das ist so meine Überraschung zum Neujahr gewesen. Ne? Aufgestanden, down gemacht. Ich wurde am Ende der Map hingeportet und hatte ein Schild danach. Und ja, so ist das halt nun mal. Ne? Ist halt ein Kriegsspiel und kein Farmville oder so. Aber es ärgert einem trotzdem. Ne? Ja, das hat mich trotzdem so doll geärgert, dass die großen, ich meine, wie gesagt, das ist ein Kriegsspiel, ja, ist jetzt nur aus meinem Ärgernis heraus, dass die Großen sich an die Kleinen vergreifen, ja, ich meine, wenn du groß bist und du bist alles auf Maximum, ja, was hast du denn davon? Ja, du greifst die Kleinen an und dann ist Tünnef, ja, juhu, ich hab die angegriffen. Oder was weiß ich, du greifst die Kleinen permanent an und die Kleinen, ja, die haben dann keinen Bock mehr, die verlassen das Spiel, ja. Obwohl die wissen, okay, ich hätte ein Schild ziehen müssen oder zu S1-Map gemusst. Aber das sind immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Der eine, der angreift, egal wer vor ihm steht, und der andere, der halt vergessen hat, das Schild zu ziehen oder wegzuziehen. Ne? Zu der S1-Karte. Ist halt dumm gelaufen. Ich hatte heute Morgen auch gedacht, du weißt was, das ist mein letzter Login in diesem Spiel. Ich lösche dieses Scheißspiel, ja, weil du kommst hier eh nicht weiter. Du kannst hier Geld. Jungs, auch wenn ich jetzt 5000 Euro in die Hand nehmen würde, ja, das wird überhaupt nichts bringen. Du kommst nicht weiter. Ja, das ist so das Ding hier. Ein bisschen Real Talk hier gerade. Ja, habt ihr auch schon mal so eine Situation erlebt? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, mein Stand bezüglich The Walking Dead Survivors ist so, alles klar. Du kannst in diesem Spiel nichts reißen, ja. Selbst wenn du Geld hast, ja, wenn du 10.000, 20.000 Euro investierst, das ist utopisch, ne, für ein Spiel. Selbst dann bist du hier in diesem Spiel ja nicht weiter. Ja. Und meine persönliche Meinung ist, jemand, der viel Geld in diesem Spiel ausgibt, ja, ich stelle mir gerade vor, ich bin irgendwo, ich habe eine eigene Firma, ja, habe richtig viele Millionen Umsätze, ich habe da auch Besseres zu tun, als in einem Handyspiel Geld zu investieren, ne? Aber wie gesagt, ist nur meine persönliche Meinung. Okay, ihr seht, ich bin ein bisschen grantig, aber wie gesagt, ist meine Schuld.
Keine Sorge, ich verlasse das Spiel trotzdem nicht. Das war nur meine erste Reaktion, meine gedankliche Reaktion auf diesen Angriff. Selber schuld, Soul Eye, das hast du selber verbockt. Und ja, was soll ich sagen? Wartet oder wartet ab auf neue Videos, ja. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das hier so weiterentwickelt. Ja? Ich war schon ziemlich oft an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, oh, scheiß hier, ne? Kannst eh nichts reißen, was soll die ganze Kacke hier? Aber naja, gut, ich mache das YouTube-Ding ja für mich selber und für euch. Ne? Ich denke mir immer so, wenn ich 80 bin und in meinem Sessel sitze, dann kann ich immer noch YouTube gucken und sagen, oh, ich habe es gemacht, ich habe YouTube gemacht, das habe ich gespielt und ich habe viele Leute auch glücklich gemacht, ja. Und das ist so meine Intuition. Scheiß auf die Rewards vom Content Creator Programm, das ist eh alles nur Pillepalle. Rotze, also erwartet nicht Wunder, wer weiß, was man da bekommt. Ja. So, alles klar. Ich habe mich mal kurz ausgebockt. Wie gesagt, ich wünsche euch noch viel Spaß. The Walking Dead Survivors. Neue Videos kommen. Ansonsten schreibt in die Kommentare, was ihr möchtet. Und gebt den Ganzen ein Like nach oben. Ich werde auch nicht mehr nach Kommentaren betteln oder so. Das ist immer der YouTube-Standardspruch. Kommentieren, liken, abonnieren. Ja, ich freue mich, dass ihr mir treu bleibt und seid und auch in Zukunft. Und ja, ich gebe mein Bestes. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze. Wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut, fröhliches Auskatern, euer Soul Eye.